Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, Herr Präsident. Ich will heute mal bezogen auf die Frage, wie gehen wir mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz um, anders herangehen als in früheren Jahren. In früheren Jahren haben wir deutlich gemacht, was wir alles Gutes getan haben, haben in diesem Zusammenhang mal aufgerechnet, wie sich denn in den schwarz-gelben Regierungszeiten das Land zulasten der Kommunen bereichert hat und welche Änderungen wir in diesem Zusammenhang vorgenommen haben. Das erspare ich Ihnen heute. Aber eins, Herr Höhne, das will ich Ihnen deutlich sagen. Wenn Sie sagen, dass dieses Spitzenergebnis der verteilbaren Verbundmasse Ergebnis der sprudelnden Steuereinnahmen ist, dann ist das nur eine Antwort. Die andere Antwort, die Sie hätten auch geben können, wir hatten 2009 eine verteilbare Verbundmasse gehabt von 7,9 Milliarden Euro. Wir liegen heute bei 10,5 oder anders formuliert ein Plus von 2,6 Milliarden Euro. Etwa 2 Milliarden Euro davon sind den sprudelnden Steuereinnahmen zugestanden, aber mehr als 500 Millionen Euro, die tun wir als Landesgesetzgeber dazu, durch die Herausnahme der Befrachtung, die Sie seinerzeit eingeführt haben, rund 166 Millionen Euro, und zum Zweiten durch die Einbeziehung der Grunderwerbsteuer, was Sie seinerzeit nicht getan haben. Das sollten Sie auch in diesem Zusammenhang sagen. Und wenn Sie von fiktiven Hebesätzen sprechen, also, liebe Zuhörer, fiktiv heißt, man würfelt irgendwie. Da wird aber nicht gewürfelt, sondern das sind die mittleren Hebesätze aller NRW-Kommunen, abzüglich 5%. Und warum machen wir das, dass wir an fiktive Hebesätze festhalten oder an mittleren Hebesätzen, abzüglich 5%? Warum? Weil wir natürlich wissen, dass die Kommunen auch ein Stück weit Gestaltungsspielraum haben, bezogen auf die Frage ihrer Höhe der Einnahmen. Und was wir nicht machen sollten, ist, dass wir in Abhängigkeit zu den jeweils genutzten Gestaltungsspielräumen anschließend entsprechend nachfinanzieren über das Gemeindefinanzierungsgesetz, denn das würde der Willkür Tür und Tor öffnen. Das zum einen. Frau Tönnissen, ich weiß nicht, ob Sie das Urteil des Verfassungsgerichtes Münster aus Mai richtig gelesen oder aber verstanden haben. Der Landesverfassungshof hat zum wiederholten Male anerkannt, dass die Art und Weise, wie wir mit der Gemeindefinanzierung umgehen, die Art und Weise, wie wir die Kommunen an den Steuereinnahmen des Landes beteiligen, völlig in Ordnung ist. Wir kommen unserer Verpflichtung nach im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Landeshaushaltes. Und wir können uns auch messen lassen im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und Herr Höhne, Sie sind doch relativ neu im Kommunalausschuss. Ich empfehle Ihnen, schauen Sie mal, das gilt auch für Sie, Frau Tönnissen, schauen Sie sich mal eine Studie an des Landesrechnungshofes MacPom, die in diesem Zusammenhang die verschiedenen Ausgleichssysteme der einzelnen Bundesländer beleuchtet haben, relativ einfach zu lesen. Da sehen Sie, welche Verbundsätze zugrunde gelegt werden, welche Verbundgrundlagen zugrunde gelegt werden, wie hoch Kommunalisierungsgrade sind. Und wenn Sie das gelesen haben und auch verstanden haben, dann werden Sie erkennen, dass wir bezogen auf die Frage der kommunalen Finanzen uns durchaus sehen lassen. Wir haben neben Hessen und neben Niedersachsen den höchsten Verbundsatz mit 23%. Das hat was zu tun mit der Entwicklung der sozialen Lasten. Ohne Zweifel. Wir haben bezogen auf die Sachaufwendungen, haben wir Steigerungsraten in den letzten Jahren gehabt von etwa 1%. Von etwa 1%. Personalaufwüchse bzw. Steigerungsraten im Personalaufwand von etwa 2%. Aber wir haben einen relativ starken Anstieg der sozialen Aufwendungen im Schnitt zwischen 4,5 bis 5, teilweise auch über 5% hinaus. Und das macht dann auch die Entwicklung des Soziallastenansatzes aus, der in diesem GfG festgeschrieben wird mit, jetzt muss ich schauen, 16 und ein paar kleine. Und wenn Sie, Frau Tönnissen, das Urteil richtig gelesen haben, dann werden Sie festgestellt haben, dass der Landesverfassungshof ausgeführt hat, ich beziehe mich hier auf den Absatz unter der Ziffer 105, wo ausgeführt worden ist, dass die Beschwerdeführerin zu Recht die systematische Überregulierung wegen der Art der Finanzierung der Soziallasten im kreisangehörigen Raum geltend machen. Dies muss der Gesetzgeber zukünftig berücksichtigen, so wird hier ausgeführt. Die systematischen Verzerrungen beruhen darauf, dass der Soziallastenansatz auf Gemeindeebene verortet wird, obwohl die Kosten für die Sozialleistungen im kreisangehörigen Raum zu einem großen Teil von den Kreisen getragen werden und die Soziallasten der Kreise über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden refinanziert werden. Was heißt das? Das heißt, wir haben den Aufwand bei den Kreisen und die Einbeziehung dieser Aufwendungen bei den kreisangehörigen Gemeinden.
Und wenn wir entsprechende Veränderungen vornehmen, und das wird das Gutachten zeigen, dann werden sich diese Veränderungen im kreisangehörigen Raum darstellen. Solange wie im kreisangehörigen Raum innerhalb eines Kreises der Aufwand im Bereich der Soziallasten gleich hoch ist, werden die Veränderungen minimal sein. Problematisch wird es aber in den Kreisen werden, wo wir strukturschwache Gemeinden haben einerseits und strukturstarke Gemeinden andererseits. Beispiel Kreis Mettmann. Velbert und Monheim, die werden davon profitieren. Heiligenhaus und Mettmann mit Sicherheit nicht. Und insofern gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man herangeht. Eine der Möglichkeiten ist, in einem gewissen Umfange den Mehrwert, der aus einem gestiegenen Soziallastenansatz zustande kommt, abzuschöpfen sozusagen zulasten der jeweils betroffenen kreisangehörigen Gemeinden und rüberzuschieben in Richtung der Schlüsselzuweisung für die Kreise. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch, beispielsweise das Kreisumlagegesetz entsprechend zu ändern und hier eine Situation herzustellen, wo diese Übernivellierung abgeschöpft wird mit der Konsequenz, dass natürlich strukturschwache Gemeinden im kreisangehörigen Raum entsprechende Nachteile hinzunehmen haben. Und das ist die Hauptaussage, die in der Urteilsbegründung getroffen ist, worauf der Landesgesetzgeber zu achten hat, und dem werden wir auch nachkommen im Rahmen der künftigen Gemeindefinanzierungsgesetze. Dass es seine Zeit braucht, völlig normal, daher auch das Einfrieren auf Grundlage der Daten der Haupt- und Nebenansätze des Jahres 2016 für 2017, obwohl ich immer ein Verfechter gewesen bin, laufend zu aktualisieren. Wenn sich Aufwand verändert hat, dann muss der auch im Gemeindefinanzierungsgesetz entsprechend dargestellt werden. Und das wird eine spannende Diskussion werden. Und da bin ich mal gespannt, inwieweit denn die Beschwerdeführer, die diese Verfassungsklage angestrengt haben, mit dem abschließenden Ergebnis hinterher zufrieden sein werden. Und ich bin auch mal gespannt, inwieweit der Städte- und Gemeindebund, der hier massiv diese Klage vorangetrieben hat, hier im Sinne aller kreisangehörigen Gemeinden gut beraten war. Aber das wird eine Angelegenheit sein, mit der sich der künftige Landtag zu beschäftigen hat. Wir wissen, wie die Vorlaufzeiten sind. Das Gutachten wird möglicherweise erst im Sommer nächsten Jahres in der Größenordnung vorliegen. Und ich glaube, da werden auch so manchen die Augen aufgehen, bezogen auf die Frage, was ist da in dem Zusammenhang angestoßen worden. Was wir nicht machen können, ist auf Dauer der Soziallastenansatz absenken. Gestern in der Fragestunde hat Minister Jäger, wer war das aus der CDU? Den Kollegen Schemmer noch mal deutlich gemacht, nach welchen Kriterien das Gemeindefinanzierungsgesetz aufgebaut ist und weshalb so verfahren werden muss, wie verfahren wird. Das heißt, wir haben normierte Aufwendungen einerseits. Weiß ich. Ja, es gibt ja im Alter auch eine gewisse Sturheit. Ich merke das langsam auch selbst. Und dann ist man nicht bereit, auf irgendwelche Argumente dann auch einherzugehen. Insofern sei ihm das dann auch zugestanden an dem Punkt. Nur wenn wir entsprechende Aufwandzuwächse haben im Bereich der Soziallasten, im Bereich der Sozialaufwendungen, dann wird sich das auch im Soziallastenansatz künftig entsprechend darstellen können. Und diese Wechselwirkung zwischen Hauptansatzstaffel einerseits, Soziallasten andererseits, führt dazu, dass wir natürlich die entsprechenden Vor- und Nachteile in den jeweiligen Gebietskörperschaften entsprechend vorfinden. Thema Hauptansatzstaffel oder Einwohnerveredelung. Herr Höhne, ich empfehle Ihnen, schauen Sie sich mal an, und dann auch nochmal diese Studie aus Mecklenburg-Vorpommern, in welchem Umfange das Thema Einwohnerveredelung oder Hauptansatzstaffel verwandt wird. Fast alle Flächenbundesländer greifen darauf zurück. Auch die Gutachten haben in der Vergangenheit bestätigt, dass es ein guter Verteilmaßstab ist, denn es gibt sehr wohl einen Zusammenhang zwischen Größe von Städten einerseits und Aufwendungen zum anderen. Und daran werden wir auch festhalten. Das heißt, wenn wir Veränderungen vornehmen, in Anlehnung an den, das spielt nicht, es geht einfach darum, inwieweit man das Ganze gerecht organisiert und nicht in diesem Zusammenhang jemanden bevorzugt bzw. benachteiligt, sondern inwieweit man auf Grundlage einer wissenschaftlichen Untersuchung hier auch einen Verteilmechanismus findet, der einer externen Prüfung standhält. Und die Verteilmechanismen, die wir in diesem Zusammenhang der Gemeindefinanzierung zugrunde gelegt haben, die wurden bisher in allen Verfassungsklagen bestätigt, so auch zum GfG 2012. Nur die Hinweise, die gemacht worden ist zum Thema Soziallastenansatz im kreisangehörigen Raum, das wird entsprechende Konsequenzen haben, und das habe ich heute Ihnen auch entsprechend vortragen wollen, damit da keiner sozusagen im Nachgang aus allen Wolken fällt, wenn das ganze Verfahren nicht das Ergebnis findet, wie man es sich vielleicht früher gewünscht hätte. Vielen Dank. Applaus